Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 14. So, wir sind hier immer noch im Unterschlupf der Morgenröte. Genau. Und wir wollen jetzt hier mit Tankred reden und mal schauen, wie es weitergeht, wie wir hier helfen können und uns einbringen können bei unserem ersten Auftrag. Bist du bereit zu großen Taten? Dann lass uns gleich loslegen. Was fängt man mit einer Menge Kristalle und ein paar Obdachlosen an? Einen Zusammenhang muss es geben und den finden wir schon heraus. Was den Kristallraub angeht, darum kümmert sich die Amagina Bergbau AG bereits. Sie haben die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, um weitere Zwischenfälle zu verhindern und arbeiten an der Aufklärung der Geschichte. Deswegen werden wir beide uns auf die Untersuchungen der Entführungen konzentrieren. Wir haben nicht viele Anhaltspunkte, aber auffällig ist, dass bei Camp Knochenbleich besonders viele Leute verschwunden sind. Dort solltest du mit deinen Nachforschungen anfangen. Isembard ist für das Camp zuständig und kann dir die Umstände genauer schildern. Okay, wo ist denn nochmal Camp Knochenbleich? Camp Knochenbleich, ist das hier unten? Nee. Ist denn nochmal Camp Knochenbleich? Kohlenstoffbahnhof. Das muss ich jetzt aber gerade nochmal schauen. Karte. Östliches Tanalan war das. Östliches Tanalan. Wir sind jetzt hier im Zentralen. Hier sind wir auch nicht. Wow, da müssen wir jetzt aber weit laufen. Ich überlege, ob wir da vielleicht schneller hinkommen, wenn wir uns einmal nach Ulda zurückporten. Da dürften wir wahrscheinlich schneller sein. Lass mich mal nachschauen. Tanalan. Wir sollten uns tatsächlich dahin zurückporten und dann über das zentrale Tanalan ins östliche. Das ist am schnellsten. Aber wir sollten wahrscheinlich uns dann am besten auch kurz im Zentralen einmal an den Ätheriten binden. Beziehungsweise da harmonisieren, damit wir für das nächste Mal, wenn wir da durch die Gegend reisen müssen, nicht ganz so weite Wege haben. Ach, was wäre das schön, wenn wir jetzt schon ein Chocobo hätten. Oder unser Chocomoppel. Hihi. Ich habe ja einige Mounts tatsächlich, die ich von vornherein reiten kann. Und natürlich auch das Chocobo-Tierchen, Vögelchen. Ich überlege übrigens... K war das, ne? Genau. Reittier-Roulette bringt jetzt noch nichts, aber Begleiter-Roulette, glaube ich, mache ich mal. Ich glaube, das mache ich mal. Hier suchen schon wieder freie Gesellschaften Leute für Raids. So, was haben wir denn hier als erstes? Mogri-Stofftier. Okay, dann das Mogri-Stofftier. Hier ist es tatsächlich mal ein bisschen grüner. Ein klein wenig. So, da hinten wollen wir als erstes hin. Das ist Camp... Nee, hier Kohlenstaubbahnhof, genau. Der Kohlenstaubbahnhof. Wenn das hier gleich durch ist, der Sprint, dann werde ich auch mal wieder den schmissigen Song aktivieren. Der ist jetzt definitiv angebracht, wenn wir so weit reisen müssen. So, der ist schon praktisch. Wie viel schneller macht es uns? Weiß ich gerade gar nicht, sehe ich gar nicht. Habe ich hier irgendwo hier Schnelligkeit? Nee, das ist, wie schnell ich schieße, oder? Ich glaube ja. Oh, die Kugel, die war früher richtig fies in Bahamuts Keul in der Instanz. Das war... Ah, oh, da musste man so punktgenau kicken. Also die Kugel unterbrechen beim Wirken eines Zaubers. Ansonsten hatte man ein dickes Problem. So. Chocobo-Verleiher könnte man eigentlich auch machen. Aber es kostet uns ja dann nur wieder Geld, ne? Oh, das Vian! Steht dabei, was sie reitet? Nee, steht nicht dabei. Aber ich glaube, das ist das PvP-Mount. Kann das sein? Mit diesem PvP, das ist doch irgend so ein Event, glaube ich, wofür man das Mount bekommt. Hatte ich jetzt gesehen, als ich mal so eine Mount-Übersicht angeschaut habe. Habe ich mich jetzt hier harmonisiert? Ja, ne? Ja. das gehört ja zu einem Event.
Heißt das denn, dass man die Pferde auch nur begrenzte Zeit bekommen kann oder wie ist das? Weil das wäre natürlich doof, weil ich kann ja hier mit meinem Charakter noch nicht daran teilnehmen. Und das wäre sehr schade. Dann können die es maximal mit meinem alten Main bekommen. Aber wenn ich diesen Charakter hier dann als Main spielen möchte... Wow. Wow. Ah, sieht das so genial aus. Oh. Oh. Ich glaube aber da hinten. Hier hätte man früher nicht runterspringen können. Früher gab es überall so unsichtbare Wände an den Abhängen. Hatte zwar den Vorteil, dass man nicht sterben konnte. Ich weiß nicht, ob man jetzt durch Fallschaden sterben kann. In anderen MMOs geht es definitiv. Aber es war früher mal nervig. Da musste man immer so riesen Umwege laufen. Ich finde das so genial, wie das aussieht. Naja, und ich hoffe einfach, dass das kein begrenztes Event ist oder zumindest kein zu knapp begrenztes zeitliches Event. Denn ja, die Pferde, diejenigen, die mich kennen, wissen das natürlich, dass ich die unbedingt haben möchte oder können. Wissen es vielleicht nicht, weil ich das noch nicht gesagt habe, aber jetzt stellt es definitiv fest. Und es wäre schade, wenn ich die mit diesem Charakter nicht bekommen könnte. Das wäre wirklich sehr, sehr schade. Ich hoffe einfach mal auf positive Nachrichten von eurer Seite. So. Dann müssen wir uns jetzt hier unten harmonisieren. Und damit sind wir jetzt auch angekommen, wo wir hinwollen. In Camp Knochenbleich. Autsch. Ah, ich will mal noch gucken, was ich hier Cross-Skill-mäßig mitnehmen kann. Ergänzend. Vom Druiden. Hey, Protes könnte ich mitnehmen. Hey, ich könnte mich auch heilen. Im Endeffekt ist es... Eigentlich ist es Quatsch, dass ich mich heilen kann. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. Und Protes mitzunehmen, das ist auf jeden Fall jetzt auf dem Level, wo ich noch nichts anderes mitnehmen kann, kann das nicht schaden. Weil Protes erhöht nämlich meine Verteidigung und Magieabwehr. Und mit Vita kann ich heilen. So, Isembard. Ja, Isembard, das bin ich. Was gibt's? Die Entführung willst du aufklären? Ah, dann musst du die Abenteurerin sein, die Minfilia gemeint hat. Da war ein Schokomoppel. Das werdet ihr bei mir dann auch noch sehen. Man hat uns ja gewarnt, dass wir uns vor dem Amalja in Acht nehmen sollen. Tja, würde mich nicht wirklich wundern, wenn die hinter der Sache stecken. Wenn ich dir irgendwie bei der Aufklärung der Sache helfen kann, sag mir Bescheid. Ich bin ja schließlich für das Camp verantwortlich. Okay, Ketten, ich nehme mal die Bronzestücke. Wow, das bringt also so viele Erfahrungspunkte. Aber wir brauchen noch so viel in der Gesellschaft. Ich habe jetzt schon eine Einladung noch bekommen, wo ich echt überlege, ob ich die annehme. Aber ich hänge so an der Gilde, weil ich... Ja, wir waren früher wirklich erfolgreich mit dieser Gilde hier. Also mit dieser freien Gesellschaft. Gilden heißt das ja hier nicht. Isembard, der in Camp Knochenbleich das Sagen hat, sucht jemanden, der Leichname von Pilgern für ihn birgt. Da du schon deine Hilfe anbietest, wollen wir keine Zeit verlieren. Minfilia vermutet die Amalja hinter den Entführungsfällen in dieser Gegend. Das würde mich nicht wundern, denn Ärger machen uns hier Amalja genug. Knochenbleich wird zwar von der Legion der Unsterblichen patrouilliert, aber die können auch nicht jeden Stein umdrehen. Bedauerliche Zwischenfälle sind daher an der Tagesordnung. Erst gestern wurden südöstlich von hier einige Pilger, die zu St. Adama-Landama-Kirche wollten, von einer Horde Amalja überfallen und getötet. Ich sehe die armen Seelen ungern als Hyänenfutter enden und würde ihnen stattdessen lieber ein ordentliches Begräbnis zukommen lassen, aber die hinterhältigen Amalja lauern vielleicht noch immer irgendwo in der Nähe. Ich könnte mich natürlich an die Legion wenden, doch auch du scheinst mir durchaus befähigt, ein paar dieser Echsen zu häuten. Mir wäre sehr geholfen, wenn du die Leichname bergen und zu mir bringen könntest. Vielleicht findest du ja sogar etwas über die Machenschaften der Amalja in dieser Gegend raus. Ja, dann versuchen wir das doch mal, was rauszufinden. Wen haben wir hier? Freibriefe? Okay. Wie heißt der? Poponagu. Die haben alle Namen hier. Okay, da unten müssen wir hin. Ein Hinterhalt mit Hintermann. Es wird langsam Abend. Es wird schon dämmerig. Wird gleich wieder dunkel hier. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke bog. Drin saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft.
So. Da sind welche. Amalja verwüstert. Ach Gott, Level 12. Euer Ernst? Ihr stellt euch mir entgegen? Hallo? Ich bin einfach mal 10 Level über euch. Was geht denn? So, zack. Ich immer mit meinem Drehen. Ich habe mir das so angewöhnt. So. Leichnam Nummer 1. Leichnam Nummer 2 und Leichnam Nummer 3. Ja, und hier liegt der verunglückte Wagen. Aber so konnten wir wenigstens ein bisschen helfen. So, da oben ist, glaube ich, noch irgendeine Kapelle. Da waren, glaube ich, auch noch irgendwelche Mobs drin für irgendein Bestiarium. Hier muss ich hin, genau. So. Ist es dir gelungen, die Leichname der Pilger zu bergen? Jawohl. Pilgerleichname, Blümchen, okay. Danke, du hast den armen Seelen einen großen Dienst erwiesen. Ich werde mich höchstpersönlich darum kümmern, dass man sie angemessen bestattet. Was diese elenden Amalja betrifft, ich frage mich, wie sie es schaffen, sich mit ihren riesigen Körpern in der kargen Landschaft dort draußen zu verbergen, geschweige denn, sich unauffällig anzunähern. So kann man doch niemanden entführen. Und ihre Opfer sind wie vom Erdboden verschluckt, anders als die armen Pilger, die du mir gerade gebracht hast. Das muss jetzt unter uns bleiben, aber bei deinem Entführungsfall, es würde mich schon verdammt wundern, wenn die dreckigen Biester nicht einen Komplizen unter uns hätten. In diesem Camp herrscht reger Durchgangsverkehr. Es wird von vielen Pilgern und Trauernden als Zwischenstation genutzt, weil ja die Grabanlagen ganz in der Nähe sind. Schräge Typen sind da keine Seltenheit. Ich habe zwar ein gutes Gedächtnis und einen scharfen Blick, aber selbst ich vermag es nicht, mir alle Gesichter zu merken, die hier ein- und ausgehen. Nicht auszuschließen, dass irgendeine Halunke sich hier unter die Leute gemischt hat und die Vermissten an die Amalja verkauft. Oh je. Hey, ja, Level Up! Wir sind Stufe 23! Isambard möchte, dass du unter den Flüchtlingen nach Zeugen suchst. Ich denke, wir sollten mal nach ein paar Augenzeugen suchen, findest du nicht? Wow, das sieht ja cool aus hier beim Dragon. Bislang hat das Opfer hauptsächlich unter den Flüchtlingen gegeben. Vielleicht wissen welche von denen etwas zum spurlosen Verschwinden ihrer Kameraden zu berichten. Bevor du mit einem der Flüchtlinge sprichst, solltest du aber erstmal Rat bei Ungust einholen. Der Händler lebt zwar seit einigen Jahren auf dem Goldbazar, kommt aber ursprünglich aus Knochenbleich. Er kann die Leute hier besser einschätzen als ich und dir vielleicht Anhaltspunkte liefern. Ein bisschen schroff, der Gute, aber lass dich davon nicht abschrecken. Ich habe vorhin gesehen, wie er polternd und zeternd in die Schenke verschwunden ist, wo er sich vermutlich die vom vielen falschen, heißgeredete Kehle kühlt. Vielleicht wird er ja nach ein paar Krügen gesprächig. Zeig ihm aber sicherheitshalber dieses Empfehlungsschreiben von mir, damit er dich nicht unbesehen und im hohen Bogen aus dem Fenster wirft. Okay. Oh, das ist so cool. Das Mount, das finde ich auch am Überlegen, ob ich mir das kaufe. Aber es ist so schweineteuer, aber es ist so ein cooles Doppelsitzer-Mount. Es ist richtig nice. Stufe 18. Hey, wir nähern uns der Chocobo-Sache. Wow. Cool, ja. Hier gibt es noch so unheimlich viel, was ich noch nicht kenne, zu entdecken. Ich bin so gehypt wieder. Das ist richtig. Ernsthaft, das ist Ungust? Oh, oh. Du schon wieder? Unsere Begegnung in Ulda hat mir gereicht. Also schwier ab. Findet man denn nicht mal in seiner Heimat mehr Ruhe? Ja, dann drücken wir ihm das Schreiben mal in die Hand. Oh, oh. Was? Isambard schickt dich? Dann bleibt mir ja wohl keine Wahl. Ich soll dir also etwas über die Flüchtlinge erzählen, ha? Tja, viel gibt's da nicht zu sagen. Die armen Wichte sind so traumatisiert, dass sie schon Reißaus nehmen, wenn man sich ihnen nur auf 10 Schritte nähert. Könnte allerdings auch daran liegen, dass Kerle wie ich sie hier in der Vergangenheit nicht gerade freundlich behandelt und ordentlich rumgescheucht haben. Ach du? Niemals! Du doch nicht. Jetzt mal mit all den Vermissten und so werden sie nicht unbedingt zutraulicher geworden sein. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja selbst mal versuchen, was aus einem von denen rauszukitzeln. Viel Glück, meine Liebe. Du wirst es brauchen. Ja, dann versuchen wir es doch mal. Probier's mal mit Freundlichkeit.
Haben es jetzt auch schon die Abenteurer auf uns abgesehen? Wenn die Priester nicht wären, hätten wir überhaupt niemanden mehr auf dieser Welt. Ja, die scheinen wirklich sehr, sehr un... Ja. Ich komme nicht aufs Wort. Von mir hörst du ganz sicher nichts. Für Leute wie dich sind wir doch nur Mittel zum Zweck. In Tals Hölle sollt ihr alle schmoren. Die kriegen wir auch später noch. Hilfe, bleib mir vom Leib. Ich weiß von nichts. Ehrlich, verschlepp mich bitte nicht. Keine Angst, keine Angst. Ihr müsst wirklich keine Angst haben. Ich will doch nur helfen. Ja, da scheint Ungus jetzt tatsächlich recht gehabt zu haben. Schwierig, die Lage. Und? Glaubst du mir jetzt? Die Flüchtlinge sind ein verschlossenes Völkchen, was? Die vertrauen sich höchstens ihren Göttern an. Hab übrigens so meine Zweifel, ob an dieser Entführungsgeschichte überhaupt was dran ist. Wahrscheinlich haben die verschwundenen Flüchtlinge ihr Glück einfach an einem anderen Ort gesucht. Ob sie es da finden, wage ich aber mal schwer zu bezweifeln. Hä? Wie meint er das denn jetzt? Ja gut, berichten wir halt nochmal gerade Isengard. Mal schauen, was er jetzt dazu sagt. Zu dem, was wir rausgefunden haben, in Anführungsstrichen. Und? Haben deine Nachforschungen etwas gebracht? Verstehe. Glaubst du, Ungust hat recht mit seiner Theorie? Ob die Leute einfach nur woanders ihr Glück versuchen? Aber dann hätten sie sich doch bestimmt von jemandem hier verabschiedet. Nein, so kann es nicht sein. Wenn die Flüchtlinge wirklich nur ihren Göttern trauen, dann sollten wir uns vielleicht an die Priester wenden. Ich werde mir etwas zurechtlegen, also lass dich demnächst wieder hier blicken. Alles klar. Ja, was sich Isengard da aber überlegt hat, das würde ich sagen, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Mal schauen, ob wir dann irgendwas rausbekommen können. Also, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!